Melanie Müller meldet sich zur Trennung von ihrem Mann zu Wort. Schon bei Promi Big Brother spricht die 33-Jährige öffentlich über die Ehekrise mit Mike Blümer. Vor wenigen Tagen sorgen dann Bilder der Partysängerin für Aufsehen. Sie wird Hand in Hand mit dem Geschäftsmann Uwe abgelichtet. Laut der einstigen Bachelor-Kandidatin handelt es sich dabei nur um einen guten Freund. Für ihren Partner ist nach den Schnappschüssen trotzdem klar. Er zieht einen Schlussstrich und verkündet nach 7 Jahren Ehe öffentlich die Trennung. Noch dazu wirft er seiner Nochfrau vor, mit den Turtelfotos das Eheaus zu besiegeln. Nun wehrt sich die zweifache Mutter aber gegen die Anschuldigungen. Für Melli sind die Aufnahmen mit einem anderen Mann keine große Sache, wie sie gegenüber RTL erklärt. Ich habe Halt gesucht, für mich war Nähe noch nie ein großes Problem, da mit irgendjemandem mal Hand in Hand oder zu kuscheln, wenn es einem schlecht geht. Es geht gerade nicht übers Kuscheln hinaus, alles entspannt, ich bin immer noch alleine. Angeblich ist Melli sogar schon Single, als die Bilder aufgenommen werden. Es verwirrt mich, weil er hat wirklich vorher gesagt, es ist vorbei, Schluss, aus, Ende. Die Version des 54-Jährigen klingt aber ganz anders. Im Promi-Flash-Interview behauptet er, in die Karibik geflogen zu sein, um der Ehe noch eine Chance zu geben. Ich wollte die Reise nutzen, um Abstand zu gewinnen und eventuell nochmal was retten zu können bei uns. Als ich mich dann überwunden hatte und an unserem Hochzeitstag noch eine Chance geben wollte, vergnügte sich meine Frau Melanie hinter meinem Rücken mit meinem Kumpel Uwe. Zwischen den beiden gibt es sicherlich einiges zu klären. Die Sechsin will die Trennung eigentlich privat halten. Allerdings sei Mike bisher zu keiner Aussprache bereit, wie sie gegenüber RTL behauptet. Es ärgert mich natürlich, dass er überhaupt nicht erreichbar für mich ist, dass er komplett blockt. Dabei ist das Ex-Paar weiterhin durch seine beiden gemeinsamen Kinder verbunden. Dass sie sich in der Vergangenheit zu wenig um ihre Familie kümmert, sieht Melli heute ein. Ich habe halt immer an meine Arbeit gedacht und dann kam meine Familie sehr weit hinten. Das weiß ich auch, welche Fehler ich gemacht habe. Besonders in dieser schwierigen Zeit haben der 2-jährige Matti und die 4-jährige Mia Rose nun aber höchste Priorität. Meine Kinder stehen gerade an erster Stelle, dass die darunter nicht leiden. Immerhin in diesem Punkt sind sich die Eltern einig. Auch Mike betont im Gespräch mit Promi Flash: Das Einzige, das Melli und ich noch gemeinsam haben, ist die Liebe zu unseren Kindern und die Absicht, immer zum Wohle der beiden zu entscheiden. Bleibt zu hoffen, dass das noch Ehepaar einen gemeinsamen Weg findet. Zum Wohle der Kinder, aber auch, um selbst einen friedlichen Abschluss zu finden.